Joel Bregi, arbeite jetzt noch knapp 5 Jahre für die Marke BMW und bin dann immer in der Werkstatt tätig gewesen. Momentan bin ich gerade an der Weiterbildung zum Diagnostiker und arbeite eigentlich auch schon seit einer Zeit als Diagnostiker, hauptsächlich in dem Bereich der Werkstatt. Und da gibt es natürlich auch immer ein bisschen interessantere Fälle, die man erzählen kann. Und der eine, den wir jetzt letzte hatten, war wirklich speziell. Der Hund von uns war in Italien, in einer Stadt das Auto parkiert. Es ist wirklich alles rausgeklaut worden, alles, also jenste Infotainment-Technik-Sachen, das ganze Display. Und das Auto ist dann nachher so leer ausgeräumt bei uns gestanden auf dem Hof. Und ich durfte das dann anschauen. Und das ist dann aber recht komplex geworden. Etwas, was man nicht den Alltag hat, weil klar muss man die mal Komponenten ersetzen oder irgendwo einen Stecker instand stellen oder so für sich. Aber das ist wirklich, hat mal so alles miteinander gefehlt. Und das ist schon recht schwierig geworden. Vor allem, wir haben wirklich jedes Kabel abgeschnitten. Und es gibt Stecker, wo bis zu 50 Kabel drauf reinkommen. Und die müssen alle am richtigen Ort sein und beim richtigen Steuergerät. Wir haben zuerst mal recht viel Recherchearbeit gebraucht, dass wir überhaupt das Richtige können bestellen können. Und dann das Puzzle langsam mal zusammensetzen. Und als ich das am Anfang so angeschaut habe, ich dachte so, mein Gott, da fehlt es alles. Ich weiss gar nicht, was schlussendlich da überhaupt noch rum sein muss. Ich habe die Anleitungen alle durchblättert, ich habe die Belegungen, die Pläne alle angeschaut und gedacht, okay, das könnte sein, vielleicht ist es auch von dem. Aber bis wir das mal eingrenzt haben, dachte ich, das schaffst du nicht, oder? Und schlussendlich kann ich dann aber müssen sagen, wenn ich es jetzt nicht mache, oder? Wer macht es sonst? Oder? Weil ich habe mich entschieden, jetzt in diesem Bereich weiterzuarbeiten, mich in diesem Bereich weiterzubilden und schlussendlich muss ich das auch machen. Und dann, ja, das angegangen und dann nach einiger Zeit ist das auch erfolgreich gegangen. Schlussendlich, dann, wo wir alles wieder montiert, eingebaut, programmiert und abgeglichen haben, hat das auch wieder funktioniert. Und der Kunde hat sehr Freude gehabt, hat es wieder mitgenommen. Ist lustigerweise am gleichen Abend wieder auf Italien gefahren. Ist in der gleichen Stadt geparkt, auf dem gleichen Parkplatz. Und am Montag darauf ist das Auto wieder bei uns gestanden, weil am gleichen Abend, als er das Auto abgeholt hat in Italien, ist wieder genau das Gleiche passiert. Die gleichen Einbrecher auf dem gleichen Parkplatz haben wir alles wieder geklaut, alles, was wir neu eingebaut haben, alles nochmal abgeschnitten. Es war das zweite Mal einfacher, weil wir genau gewusst haben, wo anfangen. Wir haben zusätzlich noch eine Alarmanlage verbaut, dass das sicher auch nicht mehr passiert.